Hier war ein Programm über die Radiosendung Licht vom Evangelium. Das Programm Licht vom Evangelium wird in Winnipeg, Manitoba, in Kanada gemacht. Und zu beten ist, dass das Programm das geistliche Leben in der christliche Familie stört wird. Dort ist aber auch an zu beten, dass Menschen durch das Programm zum Glauben an Jesus Christus kommen möchten. Wir freuen uns, dass die Wahrheit hören wollen. Uns wünschen die Gebet ist, auch nun Wahrheit, dass die du dich möchte in ihrem Glauben gestärkt, abgemuntert und getreust worden. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang und Gott seinen Rücken sehen, wann die nun horchen. Am Mikrofon es war Ihren Bruder und Deiner, Jakob Funk. Wir beten zum Anfang noch taub. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für diese Gelegenheit, dass das Radio mit all die, was in verschiedensten Ländern war, horchen, Gemeinschaft zu haben. Wir beten, dass diese halbe Stunde nun auch wahre allem zum Rücken sehen sein möchte. Wenn unsere Freund und Tauherer nun dein Wort hören, dann möchte sie dadurch dort kriegen, wo ihnen in ihr Alltagsleben persönlich fehlt. Möchte sie dadurch Kraft, Mut und Trost finden. Ich bete auch, dass ihnen dein Wort den Mut geben wird, die Treue und die Gehorsam zu deinen. Wir danken dir aber auch für unsere Erlösung durch deinen Sehen, Jesus Christus. In wem seine Namen wir das beten. Amen. Legt Himmel mit auf den Heiland, so wie das für Menschen mojet, dann dort wird auf Christus den Heiland einen Sinn aus mir adet. Der ganz allein noch ein Diesten, kein Licht von der Stimme klar. An er, doch dort wird keine Hoffnung, was uns in der Ausmiedheit nicht lohnt. Doch du in den dunkelsten sanft doch ne Stern noch zu mir, die Heil und Kraft, Kraft zu vergeben, einen Sinn, der so grundlug aus dir. Dann horcht er kann hier doch wie Jesus, der Redner so freundlich zu mir. Jesus, hast du wohl Gnade nun, für den jahrsten Sünder so schnell, für den jahrsten Sünder so schnell. Was meint das wahre Geburt zu sein? Jeder Mensch muss von ihm geboren werden, wenn er Gott sein Recht sein will. Wenn wir wieder geboren werden, nimmt der Herr das alte steinerne Hort rüt und gibt uns ein Nied, Fleisch in das Hort, so dass er in Hesekiel sagt. Das alte Ehenkopf Hort muss mit ein Nied, gehorsames Hort ersatz werden. Wenn dort passiert ist, dann bleiben wir vorher, dass alles geworden ist. Wir leben dann sind wir für das ganze Leben sichergestellt. Ganz so einfach ist das aber doch nicht. Wenn ein Mensch sich entschlüttet, der Christ zu werden, in den Schritt nimmt, jäfft er dich, weil Frauen gefeilen. Der Mensch ist mutig und froh und redet auch hier von seiner Bekehrung. Er läuft dann, dass alle Probleme nur weich sind. Diese Gefeile gehen aber sehr bald weiter weich, so schwind aus Schwierigkeiten abducken und ans Glauben auf die Probe gestellt wird. So eine Menschen sind dann furchtbereit, alles im Arme zu schmieden. Das ist damit so aus, in der Geschichte wird Jesus verteilt von dem Acker mit Feuer verschiedene Sorte Erde,
würde einer bloß ein kleines Bett ihr hat, in ohne ober harte Stein wir. Ab dem Acker mit Sonne, deine Schicht ihr jengt die Sod futz ab in was seier. Als er dann ab Mittag ober seier heit ward, verdrehte die Plantjes futz, bis sie keine ihr hatte. Dann sah Jesus zu seinen Tauhirasch, kreize jere doch mit Sonne Menschen, wo das Wort vom Rick Gottes mit Frieden abnehme. Wenn dann aber die Versetzungen an Ernt ankommen, verlieren sie ihren Mut und schmieden alles am Arme. Kreuz so ist das im jährlichen Leben. Wir machen einen guten Anfang, wenn wir uns zu Christus bekehren. Alles scheint so wunderbar und herrlich zu sein. Wenn wir an uns Leben am jährlichen aber nicht wissen, wird uns das Kreuz so aus den kleinen Plantjes auf das Land, wo man so wenig Erde hat. Wenn uns Glaube keinen guten Deipen Grund haft, und ich wusste das, wird ich bald sterben. Ein Kind war körperlich allen Zeit, wenn es wenigstens gesund ist. Dort wird nicht einmal gleich sein wusste. So als ältere aller Weite sind die gewisse Jahre, dort ein Kind besonders schnell wusste das. Aber dann sind da auch Tide, wann das gar nicht zu bemerken ist, dass es überhaupt die Wasser haft. In einem Glaubensleben geht es kreuz so. Manchmal gehen wir einen Schritt vorwärts und zwei Schritte überrasch. Wir dürfen an uns Leben als Christ aber niemals stehen bleiben. Von der Welt wie seine, wird wie deine Mathe, um jährliches Leben zu haben. Nur das Leid, weil wir das Schriftwort in 1. Korinther Kapitel 13, die Verse von 9 bis 12 lesen und dann mit der Botschaft wieder machen. Während der Sänger das Leid singen, kennt ihr all 1. Korinther Kapitel 13 von Vers 9 bis 12 abschlagen und dann taub lesen. Weil wir nicht hab, in 1. Korinther Kapitel 13 von Vers 9 bis 12 lesen. Da schrieb der Apostel Paulus so: Ans Weite ist Anfall komme, und ans Predige ist Anfall komme. Wenn aber dort kommt, wo Fall komme ist, dann ist es mit dort Anfall komme gewasst. Als ich ein Kind wäre, dann reden doch ich und feile ich als ein Kind.
als er über einen Mann wart, jäfig ab, wat kindisch wir. Nu kijkt wir an einem muschigen Spiel, en fehlet blüft ans ein Rätsel. De Tiet kämmt, wo wir dort vollkommen waren, liegt in de Uwe kicke. Noch komm ich lang nicht dorthin, ja. Doch wenn de Tiet erst hier ist, dann wird mir alles klar worden. So klar, als Gott mir nu altane deit. In 1. Korinther 13, von Vers 9-12, geht es besonders darum, dass ein Christ in seinem Glauben verweich kommen muss. Unsere Bekehrung ist mal bloß der Anfang vom Christenleben. Wenn ein Mensch sich dem Herrn Jesus bekehrt hat, fängt der geistliche Krieg erst mal recht an. Da sind wenigstens drei Ursachen, warum uns Leben mit dem Herrn nicht da bleiben kann, wo das mal anfängt. Wie finden die Dinge auch alle in dem Apostel Petrus sein Leben? Der erste Grund ist, dass wir uns niemals wirklich so recht selbst kennen. Wir entdecken immer mehr über uns selbst, wenn wir von Tag zu Tag versuchen, nur Gott seinem Willen zu leben. Wenn wir uns bekehren, übergeben wir uns mit alles, was wir über uns selbst weiter, dem Herrn. Die Sache ist aber, dass wir noch mal so wenig von uns in über uns selbst weiter. Wir kennen uns selbst nicht. Alle Tag, wo wir uns Leben von Gott seinem Geist leiden lassen, wird der Geist uns unsere schwache Seite wiesen. Wir wollen immer doller erfahren, wo sich alles um uns selbst dreht, wo ehennutzig, habgierig und leiblos wir wirklich sind. Wir sind geistlich noch mal Kinder. Und auch sind Levi auch im jäßlichen Ostchenja. Und so ist der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, Vers 11 über sagt, mit wie dort Kinder ihr Benehmen aufleihen. Er sagt, als ich noch ein Kind wäre, benehme ich mich als ein Kind. Ich rede und handle als ein Kind. Nun aber habe ich all dort Kinder ihr Däune aufgeleicht. Auch wie macht er all ans Kinder ihr Reden, Handeln und Benehmen aufleihen? Und nur zu dem Herrn wasse, der ans Haar ist. Als Christen mit ans Ziel sein, unserem Herrn gelegt zu werden, so zu werden, als Jesus ist. Wir wollen das Ziel hier auf Erde vielleicht niemals erreichen. Und doch macht wir da noch streben, mit all unseren Kräften. In Matthäus 16, Vers 15 fragt Jesus in Jünger, wer sei der Lied, den ich sehe? Die Jünger haben verschiedene Antworten. Aber Petrus Platz Rüten sagt, du bist Christus, dem lebenden Gott sein Sehen. Verstand Petrus selbst, was er wirklich sieht? Kann Petrus sich selbst? Ich lebe nicht. Als Jesus ernt, fuhrst darauf versucht zu sagen, dass er wird leiden müsse, und am Kriegssturm sagt Petrus ganz überzeugt, sei er lang nicht, sind jäftet nicht. Und Jesus sagte Petrus, der ihm doch gerade so klare Zeichen gegeben hat, geh dir hinter mir, Satan. Wenn wir auch die Leibe, dort wir gehörig im Glauben gewassen haben, müssen wir doch immer weiter damit rechnen, dass wir Völker wurden überrascht können. Ich muss zustimmen, dass ich viel zu Völker Entscheidungen gemacht habe, ohne den Herrn erst zu fragen. So ist ein kleines Kind all immer gelebt, dass es alles allein tun kann, wird uns erwachsen dort auch noch Völker. Kinder wollen von klein ab alles allein tun. Und wenn dort auch anmählich geht, die wollen allein essen und die wollen allein trinken. Wenn Ältere durch Mangfote sind sie meistens bossig. Wie erwachsen sind in unserem jäßlichen Kreis so? Wir leben auch, wir können alles selbst tun. Wir brauchen Gott nicht. Wenn wir in unserem Glauben wachsen, wollen wir aber einsehen, dass wir ohne den Herrn gar nicht tun können.
Und Jesus hat selbst gesagt, ohne mich hätte ich nicht daunen. Wir wollen nur noch mal ein Lied hören und dann mache ich mit der Botschaft wieder. Das für mich ein sicherer Stein, ein fester Grund am wilden Stein. Heu ist mein Schutz in Heuerlein, ein fester Grund am wilden Stein. Jo, Jesus ist der Grund an dem wilden Stein, den wilden Stein. Grund am wilden Sturm, ein Schutz von Fienden diestre Nacht, ein Forster Grund am wilden Sturm. Jo, Jesus ist der Grund an dem wilden Sturm, dem wilden Sturm, den wilden Sturm. Jo, Jesus ist der Grund. Beste Flucht habe mich, ein fester Grund am wilden Sturm. Sieh du mein halber Sturm, ein fester Grund am wilden Sturm. Jo, Jesus ist der Grund an dem wilden Sturm, den wilden Sturm. Den wilden Sturm, Jo, Jesus ist der Grund an dem wilden Sturm, der feste Grund am wilden Sturm. Jo, Jesus ist der Grund an dem wilden Sturm, den wilden Sturm, den wilden Sturm. Jo, Jesus ist der Grund an dem wilden Sturm. Die Forster Grund am wilden Sturm. Die Forster Grund am wilden Sturm. Ein zweiter Grund, woran wir im Glaubensleben verweich machen, ist, dass wir nie Ansicht kriegen. Wir machen immer wollen, seine Nähe zu lernen. Wir müssen nicht bloß lernen, wenn Dinge schlecht oder Sinn sind, und dann die abhören. Wir müssen auch unseren Charakter abbauen, sodass wir mehr so einen Charakter kriegen, als Jesus hat. Petrus wie ein echter Jude. Er kann sich dort niemals verstellen, dass er nochmal an einem Herzenhaus in den Stapel wird, in dem den Glauben an Jesus Christus anbringen. Als der Herr an den Korf mit allen Sorten Tiere verhüllen deit, das wir in der Apostelgeschichte lesen, und zu ihm seht, Petrus, steh ab, schlacht und at, dann wird Petrus dort klar, dass er an sein Verständnis noch sehr wachsen muss. Dort Verständnis, was er als Jude hat, leidt keinen Ruhm und Gott sein Recht verheide. Und er muss lernen, dass Gott viel geraten ist, als uns verstand. Ich habe auch selbst verkehren müssen, dass mein Verständnis lang nicht ausreichend wäre. Auch von der noch muss ich ansehen, dass ich noch sehr in mein Glaubensleben wiederkommen muss. Ein dritter Grund, dass wir im Glauben wachsen in Verweich kommen müssen, ist, dass wir lernen müssen, einem ganz anderen zu vertrauen, den wir nicht mal sein können. Gott ganz zu vertrauen,
Und wenn wir keine Ahnung haben, wo uns dort hinbringen wird, braucht viel Glaube. Kein Mensch ist vollkommen. Da kein Mensch vollkommen ist, soll uns aber nicht davon aufholen, nur Vollkommenheit zu streben. Bloß durch Gott seine Gnade können wir beständig im Glaube bleiben und auch verweich kommen. Ich sehe mir sicher, dass mein Glaube, von der auch viel stärker ist, als der 48 Jahre trägt wir, als ich mich bekehrt. Und so soll das auch sein. Wie ist das mit dir, lieber Tohira? Warst du auch in deinem Glaube, in deinem Glaubensleben? War nicht, warum nicht? Ich schlüte mit ein Gedicht auf mit der Überschrift: Wir kennen dort nicht Lotte. Wir kennen dort nicht Lotte, so ist Petrus auch gesagt. Wir müssen davon reden, wie du uns alle Tide durch deine Himmelssynode bewahrt für allen Schode. Du strafst auch unsere Sünde und nöchst uns weiter rein. Wir wollen bei dir bleiben, dort ist bei dir so fein. Nichts soll uns von dir drehen und deinen Sinn zu schreiben. Die ähnliche zu wahren und dote Rede sein, ist hier ans Ziel ab Erde, aus die dort doch gefällt. Lot uns mit die um ein und deinen Himmel nennen. Will wir noch zum Schluss beten. Vor dem Himmel, wir wollen dir weiter danken dafür, dass du uns aus deinen Kinder berufen hast. Wir müssen zustimmen, dass wir zu Völker mehr Staub treten sind in unserem Glaubensleben aus Verweich. Und wir beten, dass du uns vergeben wirst. Wir danken dir, dass du uns doch hast geistlich wachsen lassen. Und so als Paulus sagt, sind wir noch lange nicht dort, wo wir für Gott sein sollen. Und du weinst beten wir, dass du uns auch wieder möchtest helfen, im Glauben so zu wachsen, dass wir dienen sehen, die Licht werden möchten. Herr, wir beten, dass du dein Wort auch von dir wahrer an alle Tauhirer zum Sehen möchten wirst. Und wir beten das an Jesus in den Namen. Amen. Jesus nennt noch Sünder an, wo sie doch vor Grotte Gnot, die doch allem Rade kaum, war noch noch so Grotte Schot. Doch wenn es Jesus nennt, Schleister, komm und nun, Jesus schauf den reinen Ort. Dort heil es Jesus nennt die Ohr vor allen Jesus nennt die Ohr. Jesus nennt das Sünder und Jesus nennt das Sünder auch. Horch doch Jesus nennt die Ohr, dort gut es Jesus nennt die Ohr. Jesus nennt das Sünder. Unsere Programme sind alle auf CDs zu haben. Eine CD mit zwei Programmen kostet $10. Schickt uns das Geld mit, wenn ihr dort bestellt. Und wenn ihr nicht in Kanada wohnt, könnt ihr diese Programme von der Station, wo ihr die hier kriegt. Die Nummer für das Programm ist 977.
wenn ihr das von deutschen Programm bestellen möchte, fragt nur das Programm Nummer 977. Wir danken für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wut auszustrahlen. Möcht Gott jün rücklich sehnen. Und nun verabschieden wir uns weiter von jün. Wenn Gott das so will, hier je ein weiteres Programm durch die Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab derselbe steht, an derselbe Zeit. Wenn ihr Frage oder Bemerkungen zu der von deutschen Sendung habe, schreibt uns. Unsere Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Und nun noch Gott mit Jünd. Was uns am einen Weg war da hier. Von der Städte heut Himmel, das gemerkt für Jahrraden früh. Drei Worte in der Bibel heut jäftans, na wunderschön Himmel wort sein. Na wunderschön Himmel wort sein, so scheut für dich Schafchen früh. Kein Tränen erwangen, besteht wird kein Liedewort sein. Gott in dich, Wort für Hämmer durchschienen, war wunderschön Himmelwort sein. War wunderschön Himmelwort sein, so schön für der Schaffchen Frieden. Not gold and not silver, what sheen? The wunderschön Himmel, what sein? The wunderschön Himmel, what sein? So scheint für die Schafchen frei, so scheint es tief für den Meinen. The wunderschön Himmel, what sein? Und sie